Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute für euch die Glossy Box Young aus dem Monat April. Und schaut mal bitte, wie wunderschön sie ist. Sie ist richtig cool gestaltet, finde ich. Das ist die Festival Vibes Edition. Und passend dazu habe ich versucht, mich ein bisschen aufzubrezeln. Habe hier überall so ein bisschen Glitzerpartikel, habe einen richtig, richtig geilen Lip Liner drauf von Essence. Ja, so ein bisschen festivalmäßig, wenn wir schon nicht raus können und Festivals feiern können, dann doch wenigstens ein bisschen zu Hause zelebrieren. Und ich möchte euch jetzt gerne den Inhalt dieser Box zeigen, beziehungsweise bin selber auch super gespannt darauf und ja, möchte jetzt einfach gerne mal reinschauen. So, da haben wir schon direkt hier oben das Kärtchen und schaut mal, wie schön das Papier ist. Hier mit rosa und mit grün. Oh, sieht schon richtig schön aus. Also es ist von der Aufmachung natürlich genauso wie die normale Glossy Box. Aber ich hatte euch ja neulich gesagt, dass ich jetzt gerne ein, zwei, dreimal die Glossy Box Young ausprobieren möchte, weil ich einfach schauen möchte, ob mir die Produkte noch ein bisschen mehr zusagen, weil ich halt ja ein bisschen mehr der Drogerietyp bin und wir schauen einmal. Also hier ist so ein bisschen spoilermäßig schon direkt, es ist nur eine Karte und kein Heft, wo man sich so ein bisschen noch überraschen lassen kann. Es sind hier 6 Produkte drauf und da steht halt direkt dabei, freu dich auf 5 dieser Produkte. Das heißt, du weißt eigentlich schon, ja, größtenteils, was du bekommst. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich freue mich über alles, was hier drin ist, glaube ich. Das sieht schon ganz interessant aus. Ich packe das Ganze jetzt mal aus. Also, da oben drauf ist schon gleich direkt das erste große Produkt. Und hier hinter verstecken sich halt die anderen. Aber ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 6 Produkte insgesamt drin, statt 5. Aha, Glück gehabt. Sehr schön. Also mein erstes Produkt ist von Neutrogena, die Hydro Boost Maske für intensive Feuchtigkeit mit Hydrogel. Finde ich sehr interessant. Das ist so ein Zweiteiler scheinbar. Und Neutrogena ist ja echt eine gute Marke. Und ich glaube, ich habe das neulich auch schon mal bei jemandem gesehen, dass jemand darüber gesprochen hat. Von daher bin ich sehr gespannt und freue mich schon darauf, diese Maske auszuprobieren. Ich hatte das ja auch schon mal gesagt, dass ich so feuchtigkeitsspendende Masken ganz besonders gut finde. Und dass meine Haut sich da ganz besonders drüber freut. Und Neutrogena ist eine tolle Marke. Also von daher kann es eigentlich nur gut werden. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Da ich diesmal hier die Karte direkt vorliegen habe und nicht großartig suchen muss, sage ich euch die Preise einfach mal so. Also diese Maske kostet original 2,99 €. So, das fühlt sich ja schon so an, als wenn da so viel Produkt drin wäre, dass man sie vielleicht sogar zweimal benutzen kann. Mal schauen. Dann ist das nächste Produkt ein Deo. Sieht interessant aus, aber wenn Deos grün sind, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber wir werden einfach mal sprühen. War ein bisschen schwer. Riecht frisch. Ich sage euch erstmal, welches Deo es ist. Es ist von Fa ein Deo. Fa Fresh and Free. Ohne Aluminiumsalze, mit Magnesiumkomplex, Limetten- und Kokosnussduft. So sieht es aus. Ganz interessant, habe ich noch nie gesehen. Ist so ein bisschen rauer. Ich bin der Meinung, dass die Dosen von Fa sonst so, so ganz glatt sind. Ja, schaue ich mal. Bin ich gespannt. Kostet original 1,59 € und gibt es auch noch mit, steht hier was mit Gurke? Also ich habe jetzt Limette und Kokosnuss, ich war mich ein bisschen irritiert gerade. Das gibt es auch noch mit Gurken- und Melonenduft. Melone finde ich cool, aber Gurke und Melone zusammen? Schauen wir mal. Also das ist auf jeden Fall mein Produkt, vielleicht habt ihr ja Glück und habt das Orangene, mal schauen. Dann ist hier ein großes Produkt. Das finde ich tatsächlich interessant, weil ich von der Marke, glaube ich, noch nichts... Doch, ich glaube, ich habe ein Trockenshampoo von New. Ich glaube, New heißt es, von Exlater. Das ist ein Shampoo. Erstmal verpackungstechnisch finde ich es wunderschön. Also richtig hübsch. Und auch die Form finde ich ganz spannend. Wie ist denn das hier oben? Ach ja, so muss man einfach hier runterdrücken und dann... Also was ist einfach... Schon ein bisschen schwerer und dann kann man das da rausholen. Ich weiß nicht, ob ich das so praktisch finde. Muss ich mal schauen, hatte ich so noch nie. Werde ich mal gucken. Es ist auf jeden Fall die Version Have a Berry Special Day. Das finde ich richtig interessant.
Scheint sehr beerig zu sein. Bla bla bla. Wir gucken mal. Also. Achso, ich könnte ja mal dran riechen, ne? Oh, man kann jetzt. Oh, nur ein bisschen was riechen, aber ich glaube, es roch ganz gut. Ich schau mal. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Dieses Produkt soll kosten 3,95 Euro als Original. Finde ich ein bisschen viel für ein Shampoo. Würde ich mir vielleicht gar nicht mal zwingend im Laden kaufen, wenn ich ja nicht weiß, ob das Produkt gut ist, beziehungsweise da noch nicht so viele Meinungen zugehört habe. Finde ich 3,59 für ein Shampoo schon heavy. Aber naja, wir schauen mal. So, das nächste Produkt ist von Nico Pro. Das ist so ein kleines Töpfchen und das ist ein Liquid Jelly Blush. Aha, aha. Das lasse ich aber, glaube ich, mal. Das lasse ich, glaube ich, mal eingepackt. Also es ist so eine Farbe. Ich weiß gar nicht, gibt es da einen speziellen Farbton? Nö. Bali steht da noch hinter. Also ich weiß ja, Bali der Farbton ist. Ein Hauch Rouge auf deinen Wangen bringt im Handumdrehen Frische in deine Looks. Bla bla bla, dies, das, Ananas. Also damit könnt ihr euch so ein bisschen Rouge ins Gesicht schmieren. Ich persönlich mag das nicht so gerne. Ich mag lieber pudrige Rouges. Aber vielleicht ist das ja was für eine Verlosung. Mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Produkt, was normalerweise 14,50 Euro kosten würde. Ich bin halt so ein Typ, ich verlose immer die Dinge, die voll viel kosten würden und behalte immer so die Deos für 1,50. Ist auch geil. Genau, also da bin ich an sich halt nicht so ein Fan von, aber so finde ich es eine ganz niedliche Sache. Packe ich an die Seite zu meiner Verlosungskiste. Dann kommen wir mal zu dem letzten eigentlichen Produkt aus dieser Packung, denn ich glaube, das andere ist ein kleines süßes Extra. Es ist eine Palette und ich weiß noch nicht, ob sie cool ist oder nicht. Man kann auch leider nicht spoilern, weil die hier verschlossen ist, aber ich glaube, ich finde die Farben ein bisschen interessant. Also es ist auf jeden Fall so eine Palette, sie ist ein bisschen holographic, richtig cool. Sie ist von Rival Loves Me, Out of Space Eyeshadow Palette. Da gibt es mehrere, glaube ich. Ja, Smoky und so gibt es auch noch. Zeige euch einfach mal die Rückseite. Also diese ganzen verschiedenen Farben sollen da drin sein. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich kann das ja hier einfach mal aufmachen. Selbst wenn ich die irgendwie mal verlose oder so, ist das ja bestimmt nicht schlimm, wenn das an der Seite mal auf war. Dass wir mal reingucken können und uns das Ganze mal live anschauen können. Na, ja, ist auf jeden Fall von innen auch wieder so. Kein Spiegel drin, dafür wieder dieses Bild. Und so sieht die Palette aus. Also ich persönlich finde ja diese Farben hier ganz schön und auch diese helleren hier so. Das weiß ich nicht, also wäre bei mir vielleicht ein bisschen kompliziert. Das finde ich, glaube ich, schwierig. Diese Blautöne, aber ich vielleicht auch einfach, weil ich es seit Jahren nicht ausprobiert habe. Also als ich jugendlich war oder, ja was heißt jugendlich, als so die Anfänge des Schminkens bei mir waren, da war es halt irgendwie so ganz normal, dass man aussah wie Barbie. Man hat sich blauen Lidschatten an die Augen geklatscht und rosa Lippenstift drauf gemacht. Sah ganz schrecklich aus. Ganz schrecklich. Aber ja, es ist, glaube ich, wieder sehr modern. Gerade wenn das gut pigmentiert ist, kann das, glaube ich, ganz cool aussehen. Ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür wäre. Ich schau mal. Mal gucken, ob ich die benutze oder ob ich die weitergebe. Aber ich habe, glaube ich, noch keine Palette, wo so Blautöne drin sind. Von daher, ich habe auch noch keine Palette von Rival Loves Me. Ich habe generell noch sehr wenige Produkte von Rival Loves Me. Und deswegen, ich glaube, ich behalte sie und ich glaube, ich freue mich darüber. Ich schau mal, vielleicht schminke ich ja mal einen interessanten Look damit. Achso, die Palette kostet übrigens 4,99 €. Nur, dass ihr es wisst. So, und da haben wir noch ein letztes Produkt hier drin. Und das finde ich ganz cool eigentlich. Da freue ich mich drüber. Das ist von Nano. Aha, 3 Stück. Oh wow, nein, das finde ich vielleicht gruselig auch. Nein, es ist nicht von Nano, es ist von Invisibobble. Es sind, ich hatte mich schon gewundert, es sind Invisibobbles. Und zwar in dieser Größe. Ihr seht meinen Finger dagegen. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Es sind auf jeden Fall Nano Invisibobbles.
keine Ahnung, das sind 3 Stück in der Packung. Die sind winzig klein. Leute, könnt ihr mir vielleicht mal erzählen, was genau man damit stylen soll? Welche Haare man da reinkriegen soll? Also ich meine, ich habe sehr dünne Haare. Von daher passen wahrscheinlich alle meine Haare in so einen kleinen Mini-Invisi-Bobble. Also so richtig klein und winzig ist das Ganze. Ich mache das hier mal ein bisschen schärfer. Richtig, richtig süß. Naja, auf jeden Fall ist das aber für normale Haare, glaube ich, nichts. Vielleicht macht man damit auch irgendwas Cooles und ich habe irgendeinen Trend verpasst, dass man irgendwelche Special-Frisuren sich damit macht. Wenn ihr da was wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare auf jeden Fall, damit ich da so ein bisschen schlauer bin. Ja, ich finde, es war eigentlich eine ganz coole Ausbeute, habe mich gefreut. Ich glaube, 10 Euro hat die Box gekostet. Dafür sind echt schöne Produkte drin. Ich überlege gerade, wo mein anderes Produkt ist. 1, 2, 3. Ach hier, ich habe es ja zur Seite gestellt. Ich wollte schon sagen, wo ist denn das 6. Produkt? Ja, sind schöne Produkte drin, finde ich echt gut. Und ich freue mich schon auf die, ich glaube, Juni Edition von der Glossy Box Young. Mal schauen, was da so drin ist. Hoffentlich was schön Sommerliches. Das würde mich freuen. Was mich auch freuen würde, ist, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das dringend tun, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!